Hallo und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play in das Kaninchen und wir können endlich in den Tempel des Primordials. Es klingt nach etwas, was ein Dungeon oder eine Prüfung sein könnte. Es ist eine kleine Solo-Instanz. Gormoth, der Widerling, hat seinen Tempel des Primordials errichtet, um Majera, ein uraltes Primordial, das tief unter Mount Hoteno schlummert, zu erwecken. Unserer Machtstehende getan, um dies hinauszuzögern. Doch früher oder später wird es ihm gelingen. Es sei denn, ihr seid tapfer genug, um den Tempel zu stürmen und Gormoth zu erschlagen. Hier steht schon genau, das ist schon genau die Story des Dungeons oder der Prüfung. Wir gehen da rein, wir hauen noch irgendwie eine Truppe von Verteidigern, die uns aufhalten, weg. Erster Miniboss, zweiter Miniboss, Gormoth, den wir versuchen daran zu hindern, das Ritual durchzuführen. Wir erschlagen ihn, wir schaffen es aber trotzdem nicht, ihn davon abzuhalten, endgültig Maegira zu beschwören. Und Maegira erschnellt. Ja, es klingt sehr nach Tiamat. Aber trotzdem. Ich verstehe wirklich nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht. Wieso? Mount Hoteno und Helm's Hold miteinander kombiniert wurden. Was hat hier das Lager des tobenden Drachens zu suchen? Weil es ein Drache ist, oder was? Der. Höhlen von Karondax. Die spielen in Mount Hoteno. Die sind genau hier, die Höhlen von Karondax. Nimm die. Nein, es ist Helm's Hold. Und das hier haben sie in der Story. Das heißt, jemand hat die Geschichte geschrieben. Und dann kamen Leute und haben gesagt von wegen, finde ich cool, machen Solo-Dungeon draus, wir machen irgendwas anderes als Dungeon. Hä? Naja. Vor allem könntest du es hier auch, das ist, oh mein Gott, du könntest das so toll aufziehen, dass du hier vielleicht auch noch hingehst und jetzt hast du dass du hier ruhig als Story-mäßig gehst du hier hin, kämpfst dich hier durch, guck mal, wie groß das ist, das schreit nach einem Dungeon oder nach einer Prüfung. Gehst hier hin, prügelst dich ein bisschen mit den Truppen, Gormoth stellt sich dazwischen und sagt, haha, ich bin zu stark für euch, schlägt euch nieder und dann müsst ihr mit einer neuen Truppe, mit einer richtigen Truppe als Dungeon zurückkommen. Ja, hatten wir bei Burg Ravenhorst. Aber das war cool. Das war halt, das machte innerweltlich Sinn, warum wir diesen Dungeon präsentiert bekommen, da schon mal reingehen und dann auch eine weitere Truppe brauchen, eine größere Truppe, weil er zu stark sonst ist. Weil er uns die Waffe gestohlen hatte in dem Fall. Kann, macht das hier auch. Nimm die elementaren Stränge zum Beispiel und macht daraus eine Waffe, die wir benötigen. Ach, es ist, ihr wisst, was ich meine. Und das ist, ich bin nicht kreativ, ich bin jetzt nicht super kreativ. Das sind alles Dinge, die sie ja auch schon in anderen Modulen verwurstet hatten oder umgesetzt hatten. Also da musst du nicht, du musst kein super kreativer Storyschreiber sein oder sowas. Das kannst du doch übernehmen und du hast ja hier, das ist ja das Ding. Dieser Dungeon hier, ist, da ich ihn ja aufgedeckt habe, der Tempel des Primordial, ist das ja auch schon eine bestehende Instanz. Also kannst du die ja auch wieder übernehmen. Ne, die kannst du ja übernehmen und dann brauchst du nicht mal irgendwie sehr, sehr viel Arbeit in einen neuen Dungeon stecken. Überarbeitest du, sie haben ja angeblich auch das Lager des tobenden Drachens überarbeitet. Mag sein, der ist so lange her, dass ich das nicht mehr weiß. Und im Bezug zu dem, was sie bei dem Event mit dem Geschichtenerzähler hatten, das ist A, auch schon wieder so lange her und B, wir haben das halt super schnell durchgefarmt. Ich weiß nicht, inwieweit das einen Unterschied machte. Thema Kisten hier, weil ich ja gerade dann geöffnet habe. Ich möchte mal ganz kurz darauf eingehen, dass mir Herr Rautos gesagt hat, dass in den Mimikern, die manchmal ja sich als Kisten tarnen, auch zum Beispiel Aufwertungsmarken oder Abzeichen der Aufhebung drin sein können. Wenn das so stimmt, was Herr Rautos sagt, ich glaube ihm, aber ich würde gerne natürlich auch noch
vielleicht andere Sachen hören. Also das Herautas hat bisher diese beiden Sachen daraus gehabt. Aber vielleicht sagt ihr, ja stimmt, ich habe aber auch noch das und das rausbekommen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das finde ich eine geile Erweiterung. Macht wieder Sinn, die Kisten damit zu öffnen, in der Hoffnung, dass ein Mimika drin ist. Und dann ist natürlich noch spannender, wenn man weiß, was da alles noch so drin sein kann. Neben Aufwertungsmarken und Zeichen der Aufhebung. Ja, also, ich verstehe es. Ich weiß es nicht. Es ist alles da. Und es wäre, was auch immer sie bei... Und ihren Zorn entfesselt hat. Die Schwerkiste stand in Flammen. Ja, das war keine gute Zeit. Weil sie ja den Dungeon schon überarbeitet haben, hätten sie das hier überarbeiten können. Zu dem Dungeon erweitern. Und ohne viel mehr Aufwand. Und ach. Wer bist du eigentlich? Namen, du hast keinen Namen, du darfst sterben. Was ist das hier? Diebstahlpaket. Noch eine Kiste. Kiste. Ohne Falle. Mhm. Früher waren Fallen. Sind Fallen heutzutage noch gefährlich? Ah, gibt es heutzutage eigentlich keine Dungeons mit Fallen mehr? Keine neuen Dungeons? Neue Dungeons haben keine Fallen mehr. Die Fallenmechanik ist einfach weg. Auch schade. War eine schöne Sache, hatte... Da kamen natürlich mehrere Dinge zusammen. A, hatten... Das war noch eine Zeit früher. Früher! Hatten in den Dungeons alle Klassen ihre Relevanz. Also du hattest die Trickser-Schurken, die Fallen entschärfen konnten, die Fallen sehen und entschärfen konnten, sodass die anderen dort sicher rüberkommen konnten. Fallen haben Verletzungen zugefügt, die nur schwer heilbar waren. Entweder musste man lange an Lagerfeuern stehen oder man musste sich teure... teure Verbandskästen kaufen. Alternativ gab es dann die Möglichkeit später auch noch mit VIP, dass du über VIP keine Verletzungen mehr bekommen hast. Und ich glaube, das war der Anfang vom Ende dieser Fallen. Ich glaube, VIP war in der... Oder dieser Bonus von VIP war der Anfang des Ende der Fallen. Aber nicht nur. Und die anderen Klassen waren aber auch relevant. Zum Beispiel waren... Krieger, oder damals waren es ja noch beschützende Kämpfer und Kämpfer, mit den Gewölbeerkundungspaketen konnten Geheimgänge öffnen, geheime Türen oder wie hier diesen Stein, den sie umwerfen konnten, wo dann irgendwelche Sachen hinter waren. Auch da das Problem natürlich, es muss dann auch was dahinter sein. Und das war es halt nie. Es war nie was dahinter. War vielleicht eine Kiste dahinter, aber Kisten enthielten nichts Sinnvolles bis heute eigentlich. Und das war, glaube ich, das größere Problem, dass auch in den Fertigkeitsknoten früher TM waren auch in Fertigkeitsknoten ja noch Berufsmaterialien. Das war einer der einzigen Wege, um an Berufsmaterialien reinzukommen. Damals gab es dann auch noch die Möglichkeit über die... Es war nicht die Foundry, aber das war... Wie hieß das denn? Es gab so eine extra Seite, wo du mit deinen Gefährten eigene kleine Abenteuer erleben konntest und dort konntest du ebenfalls Berufsmaterialien sammeln. Die konntest du auch auf dem Handy spielen. Das war richtig cool. Ach, das waren noch geile Zeiten. Jedenfalls war da der Dungeon wirklich Erkundung und jede Klasse hat ihre Funktion. Gerade auch dessen, dass du nicht immer diese Berufspakete dabei hattest, also hier Gewölbeerkundungspakete oder irgendwie sowas, dass du das nicht kompensieren konntest. Ey, verschling mal ruhig. Oh Gott, ich glaube, das ist der Tod, oder? Ach, wie schön. Ich bin wieder am Anfang. Ja. Das ist offensichtlich noch eine alte Karte, die noch all diese Sachen enthält. Geheimgänge, Fallen, Sachen, die hinter Geheimgängen sind, Schatztruhen und sowas. Und das ist, wie gesagt, heute alles nicht mehr drin. Guck dir mal aktuelle Dungeons an. Da gibt's sowas nicht mehr. Guck dir mal hier, wie heißt, nicht World of the Stars. World of the Stars kannst du auch nehmen. Da gibt's wenigstens ein bisschen was zu erkunden. Auch da, sie haben es versucht mit diesen drei Minibossen. Geiles Konzept. Warum gibt's das nicht mehr? Warum
Warum nehmen sie dieses Konzept nicht und behalten es bei? Sie haben es eingebaut und es gab Leute, die fanden das toll. Weil du etwas Besonderes rausbekommen hast. A, konntest du durch die Minibosse diese sehr geilen Ausrüstungen farmen, die teilweise ja bis heute immer noch genutzt werden. Und wenn du diese drei Minibosse alle mit viel Glück besiegt hattest und dann die drei besonderen Reagenzien bekommen hattest, konntest du dir den Ring des Band of Air, Ring der Luft, craften, was super lange ein Besten-Slot-Item war, bis sie es nerven mussten, weil es zu mächtig war, weil sie es halt nicht, also da haben sie halt den Weg, das ist, ne, sie haben es zu doll gemacht, aber hättest du einfach, diesen Schritt musst du ja gar nicht gehen. Das, die Leute haben die Minibosse gefarmt, oder haben die gemacht, weil es was gab. Weil es was Tolles gab. Und, also sie haben genau das umgesetzt. Und dann mach das doch. Dann mach das doch auch hier wieder. Nimm doch von mir aus auch das, was in den Meisterexpeditionen war. Dass du mit Glück diese... Habe ich zufällig gerade noch diese Essenz? Ich habe ja alles in meiner Tasche. Essenz? Hier. Diese Essenzen. Dass du diese Essenzen sammeln kannst und die kannst du aktivieren. Und wenn du die aktiviert hast, dann konntest du da entsprechend einen Special-Boss casten, der ein besonderes Item droppen konnte. Eine bestimmte Artefaktwaffe, die du sonst nicht bekommen hast. Also, sie haben auch da, du musst das Rad nicht neu erfinden. Es ist alles vorhanden. Es sind, die Mechaniken sind vorhanden und es wurde ja auch gezeigt, wann Spieler was gemacht haben. Denn, ne, die Minibosse in World of the Stars wurden gemacht, weil die Ausrüstung da war. Wie du gehört hast, ja, es wurde nur der erste Miniboss gefarmt, weil der am schnellsten ging. Aber dann teile die Ausrüstung auf, die es gibt. Dann sagt, im ersten Boss droppen die Ausrüstung, im zweiten Boss droppen die Ausrüstung. Und dann hast du auch mehr Sinn, dass die Leute auch die Minibosse hinten farmen und nicht nur die ersten. Kannst ja alles machen. Machst unterschiedliche Stufen, die da einbaust. Sowas haben sie ja mit den drei verschiedenen Dungeon-Qualitäten eingeführt, dass dort auch unterschiedliche Stufen der Ausrüstung drin sind. Und dann machst du sowas auch mit der Special-Ausrüstung. Keine Ahnung, das kannst du doch alles machen. Also die Welt steht hier offen und die Konzepte sind vorhanden. Und ich glaube auch, dass die Mini-Bosse oder die Special-Bosse bei den Meister-Expeditionen, sie wären mehr gefarmt worden, wären sie nicht so unfassbar schwer gewesen. Also da haben sie es einfach ein bisschen übertrieben. Da war die Herausforderung zu groß. Auf der anderen Seite hast du eine sehr starke Artefaktwaffe bekommen. Das kannst du natürlich auch machen, ne, dass du die Schwierigkeit und den Nutzen entsprechend ausgleichst. Aber so gar keinen Grund zu geben oder so keinen echten Grund, weil in den Kisten ist halt wirklich nicht wirklich was Sinnvolles drin. Weiß ich nicht. Und in dem, wo ich eigentlich hin wollte, wie heißt das denn? Wie heißt denn der neue Dungeon? Der heißt Imperiale Zitadelle, meine Güte. Da gibt ja nichts zu erkunden. Es gibt einen Titel, den du bekommst, wenn du es schaffst, auf das Krähennest zu springen an der einen Stelle, und ansonsten ist ja nix, was auch nur ansatzweise zum Erkunden anregt. Und das ist schade, weil früher war Neverwinter mal ein Spiel, wo du erkundet hast. Wo du auch auf Maps erkundet hast, weil du Sachen finden wolltest. Weil es was gab. Und zur Not, du musst ja nicht, und das ist halt auch das Ding. Ja, könntest du sagen, ja, aber du kannst nicht ständig immer neue, super besten Slot-Ausrüstung machen. Klar, musst du ja auch nicht. Dann versteck dahinter Reittiere, optische Sachen. Neverwinter hat so viele Möglichkeiten zur Individualisierung eingebaut. Und dann versteck dahinter Individualisierungsmöglichkeiten. Farben, Outfits, Varianten, Reittier, Gefährten, Varianten. Dass du einfach nicht, ne, dass du nicht die neues Reittier freischaltest, sondern einfach das eine andere Farbe davon oder ein anderes Outfit oder irgendwie sowas. Oder bei den Gefährten einfach ein anderes Outfit von Regis, weil er gerade mit rumläuft. Dass er
dass er jetzt gerade ist er in seinem Alltagsoutfit und dann in seinem Retro-Outfit, so wie er früher rumgelaufen ist. Oder irgendwie sowas. Weißt du, also, wo du sagst, ja, okay, das interessiert dann vielleicht nicht mehr jeden und nicht jeder fühlt sich davon angesprochen, aber du hast überhaupt einen Grund, dahin zu gehen. Und wenn es dann nur noch ein Teil anspricht, es spricht überhaupt noch Leute an. Und ich glaube, gerade auch optisch kannst du genug Leute ansprechen. Vor allem, weil sie auch da ja eigentlich früher ja mal die Sammlung hatten. Die du vervollständigen konntest, die du sammeln konntest, wo du Bock hattest. Nicht jeder, klar. Aber wo genügend Leute auch Bock hatten, diese immer voll zu kriegen. Und wenn du da auch entsprechend das irgendwie so gestaltest, dass du das vielleicht anzeigen lassen kannst, über einen Titel oder irgendwie sowas, welche der, oder dass du irgendwo in deinem Profil diese Sammlungen, die du vollständig sind, anzeigen lassen kannst und damit angeben kannst, guck mal, ich habe alle Sachen aus dem Land des Feuers gerettet oder irgendwie sowas. Sprichst du doch gleich schon wieder ganz mehr Leute, sprichst Leute damit an. Ja, nicht jeden. Und ja, natürlich wird es genügend Leute geben, die sagen, das interessiert mich nicht. Völlig in Ordnung, muss ja auch nicht. Aber du hast überhaupt Leute, die angesprochen sind und Bock haben zu erkunden. Das darf nicht sein. Majera, rette mich. So, und jetzt wäre der Punkt, wo in einer Prüfung oder in einem Dungeon Majera kommen würde, von wegen, du warst zu schwach, mich zu binden, aber da, wo du gescheitert bist, werde ich siegen. Und dann kommt er und plötzlich bricht alles aus. Und dann könntest du auch sagen, von wegen, an dieser Stelle endet der Solo-Dungeon und Majera prügelt dich irgendwo hin und deswegen brauchst du jetzt eine Zehner-Truppe, weil du alleine gegen Majera nicht ankommst. Dann ist Majera eine Prüfung, wo du entsprechend die Unterstützung von Magiern und was... Ach ja. Ja. Und wie ist es in Wirklichkeit? Wir haben ihn besiegt. Wir gehen hoch. Sie sagt, Dankeschön, hier. Kannst du noch ein paar Mal reingehen, denn er ist unsterblich und du kannst ihn immer wieder verkloppen. Aber wir haben es geschafft. Ich meine, im Endeffekt ist es jetzt ja vorbei. Jetzt haben wir die Geschichte abgeschlossen. Wir haben Gomoth bezwungen. Wir haben ihn daran gehindert, sein Ritual abzuschließen. Und die Welt ist gerettet. Wir haben das Unmögliche geschafft. Wir müssen uns einen guten... Mit Gomoth tot habt ihr eine Tragödie verhindert, die die ganze Schwertküste zerstört und möglicherweise sogar das Ende der Welt heraufbeschworen hätte. Die Einwohner Neverwinters verdanken euch ihr Leben. Und ich will mich in ihrem Namen bei euch bedanken. Und dieser Text, jetzt vergleicht mal das, was wir gerade erlebt haben und das, was ihr sagt. Das steht doch in keiner Verbindung. In keiner. Das ist ein Text, der nach einem Dungeon oder nach einer Prüfung kommt. Wo ein wirklich epischer, schwerer Kampf kommt. Und nicht sowas. Und jetzt kann ich das natürlich... Ich habe von Darnay gehört, dass ihr dabei geholfen habt, die Schächte freizuräumen, sodass sich der Druck im Vulkan nicht aufstaut. Das kann keine leichte Arbeit gewesen sein. Es kommt nicht selten vor, dass Zwerge beim Hantieren mit diesen explosiven Runen einen oder auch gleich zwei Finger einbüßen. Ja gut, das kann ich jetzt nochmal machen. Klar, der Vulkan ist immer Werte da. Gekehrt. Mir ist nicht bekannt, über welche dunkle Magie sie verfügen, die ihnen das ermöglicht. Aber ich weiß, dass wir nicht zulassen dürfen, dass sie die elementaren Streitkräfte in Mount Hotenow mobilisieren. Vernichtet sie! Okay, die sind auch wieder da und so wird jetzt auch garantiert hier drüben... Ja gut, hier haben sie es ja geregelt mit Erinnerung. Das erinnert... Ach, erinnert euch, als ihr das letzte Mal diesen super schweren Kampf gemacht habt. ...ist es, dass Gomoth dazu antreibt, ein Feuer Primordial in der Welt zu entfesseln und eine solche unfassbare Zerstörung anzurichten. Will er einfach nur die Welt brennen sehen. Das ist auch ein Zitat, was jetzt ja seit irgendeinem Batman-Film, wo Alfred das zu Batman sagt über den Joker, über Heath Ledger Joker. Manche Leute wollen die Welt einfach nur brennen sehen. Seitdem ist das ist so ein guter Spruch. Ich verstehe total, dass sie ihn genommen haben. Vor allem passt er hier einfach sehr schön doppeldeutig.
Na, kann ich jetzt nochmal machen, aber... Ja. Geschafft. Kampagne abgeschlossen. Das Böse bezwungen. Die zwei im Sinn, drei addiert. Und es ist immer noch eine Katastrophe. Und wenn ihr euch mal umguckt, ich glaube, es gibt jetzt auch keine weitere Story-Quest, die gerade ansteht. Also wo man sagt, du musst jetzt hier bis Stufe 5 oder bis Stufe 10 oder keine Ahnung spielen, um den nächsten Story-Abschnitt zu haben. Sagt keiner. Das ist wöchentlich. Und auch du hast nichts mehr. Wird mein Baum zum Herzen eines... Das heißt... Und es macht natürlich Sinn, das war der Abschluss. Wir sind hier hingekommen, weil Gomoth Maegera beschwören möchte und damit Mount Hotono zum Ausbruch bringen könnte und dann die Welt bringen könnte. Und natürlich ist es auch richtig, dass der Vulkan ist natürlich trotzdem aktiv, denn das Ritual ist ja fortgeschritten, hier laufen Leute rum, die immer noch den Unsinn machen, deswegen macht es auch Sinn, dass wir bestimmt, dass wir immer noch weiter hier entsprechend Dampf ablassen, dass wir hier immer noch andere Sachen, die Überreste ausgraben und das macht alles Sinn. Völlig in Ordnung. Aber der Dungeon war doch da! Warum ist es... Lager des tobenden Drachens. Das hat nichts mit der Story zu tun und sie haben hier eine Story. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Und deswegen, ich verstehe jeden, gerade aktuell, der von diesem Modul enttäuscht ist. Denn ich bin's auch. Ich bin, vor allem trifft es mich noch doppelt, weil ich das Modul oder das Gebiet Mount Hotono, ja, ich verbinde damit ja was. Ne, das ist ein, das ist für mich ja auch noch eine andere Ebene wichtig, weil ich das so toll fand damals und die Geschichte hier mit der Natur zurückbringen und dass ich diese Foundry da gespielt habe und gebaut habe und alles sowas. Aber abseits dessen, ich verstehe total, dass Leute demotiviert sind. Weil ich es nicht verstehe. Hier kannst du auch nicht, das Ding ist halt, du kannst hier auch nicht argumentieren von wegen, ja okay, das ist aber schwer, einen neuen Dungeon zu machen, das ist Aufwand, den die vielleicht gerade nicht haben, weil sie an anderen Sachen arbeiten oder weil es gerade im Umbruch ist, es ist ja wieder, ne, das Team wechselt ja, beziehungsweise wird ja gerade, übergibt ja gerade das Zepter an wen anders und deswegen ist keine Möglichkeit oder im Hintergrund wird dann irgendwas anderem gearbeitet, weswegen die Kapazitäten nicht dafür da wären, einen neuen Dungeon zu machen, sehe ich alles. Oder wenn sie sagen, was ich auch verstehe, nein, wir wollen alte Sachen wieder reinbringen, das haben wir versprochen, das wollen wir machen, ey, finde ich super, finde ich toll. Deswegen, ich finde es ja super, dass Mount Hotono wieder da ist. Ich verstehe den Gedanken, dass sie sagen, alte Gebiete, alte Dungeons, alte, die zu den Waffen-Events von damals, dass die Sachen wiederkommen. Ja, bin ich dafür, verstehe ich, stehe ich völlig hinter euch. Das sind die Geschichten, die Spieler damals an Neverwinter gebunden haben, die Neverwinter Gruß in Anführungszeichen gemacht haben, die Leute wie mich dahin gebracht und festgehalten haben. Und deswegen verstehe ich, dass ich die wieder reinbringen wollte. Das sollt ihr auch. Aber macht es doch dann rund. Guckt, was passt und nehmt die Dinge, die dazugehören. Und nehmt doch nicht in den Dungeon, der absolut nichts mit der Geschichte zu tun hat, frickelt die da irgendwie so halbgeweicht rein mit einer Quest und danach wird nie wieder darauf... An keiner Stelle wird darauf wieder zurückgegangen. An keiner Stelle. Und vor allen Dingen, ihr habt diesen Dungeon. Ihr habt den Tempel des Primordialen. Der ist, die Geschichte ist da. Dieser Abschnitt ist da. Den baut ihr am Ende noch, müsst ihr, ja, ihr müsst Maegera einbauen als Boss. Das ist das Einzige, was fehlt. Das müsste gemacht werden. Maegera als Boss einbauen. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob es das nicht schon mal gab. Ich erinnere mich an einen zu den Waffen-Events, was man hier auch hätte zu einbauen können. Da gab es auch, da sind wir über Brücken gelaufen mit Feuer und haben gegen feurige Dämonen gekämpft. Das hättest du an dieser Stelle auch einbauen können. Als extra. Das machst du, ne, dann machst du das als kleines Goodie, als 5-Mann-Spaß-Event, was du machen kannst. Und als Prüfung machst du entsprechend den Tempel des Primordialen. Dann hast du zwei Sachen eingebaut. Dann hast du ein Gefecht sozusagen. Mach einfach mal wieder ein neues Gefecht. Das wäre ein Gefecht. Früher gab es
Dungeon und Gefecht. Hier, Meister der Jagd gehörte zu Charanda, zum alten Charanda. Und dazu gehörte dann auch der Dungeon, das Gewölbe, wo ist es? Hier, Malabox Burg. Gefecht und Dungeon. Kleiner Spaß für 5 Leute, großer Spaß für 5 Leute. Machst du das zu den Waffen-Event, was hier irgendwie flammende Brücken, das weiß ich nicht, wie das hieß, machst halt Gefecht. Es ist da. Du musst es nur an die aktuellen Systeme anpassen. Was sie ja offensichtlich gemacht haben. Und dann machst du als Dungeon, und das ist ja das Ding, sie müssen den auch nicht neu bauen. Sie müssen diese Quest nehmen. Und das als Prüfung machen. Oder als Dungeon. Mir egal, ob du als Prüfung oder als Dungeon machen. Machst du 5, machst du 10, ist egal. Ja. Naja. Ja, ihr merkt, ich bin frustriert. Und weil es das. Es gibt ja momentan auch nichts mehr. Ich werde jetzt. Also das. Ich kann es ja mal so sagen. Ich möchte jetzt eine Pause. Ich werde eine Pause von Neverwinter machen. Und das hat. Kann ich auch videotechnisch erklären. Es gibt ja auch nichts mehr. Die Story ist abgeschlossen. Es wird jetzt auch nichts passieren, seien wir ehrlich, es wird nichts passieren. Selbst wenn ich jetzt hier jetzt voll baue, ja, das werde ich machen. Ich werde ein bisschen nebenbei spielen und die Sachen hier farmen, damit ich den Balken voll kriege. Aber auch nur mit Athavarie, damit das entsprechend ist. Ich werde gucken, was im nächsten Modul kommt. Aber es gibt ja auch keinen Content, den ich für Neverwinter jetzt noch rausbringen könnte. Es gibt ja nichts. Ne? Es ist, ja, ich könnte noch das Meistergewölbe, Lager des tobenden Drachen machen. Aber wozu? Ne? Naja, also, es wird eine Pause geben von Neverwinter. Ich werde natürlich Videos machen, wenn was Großes kommt. Aber jetzt auch, das habt ihr auch gemerkt, hier Sommerfest. Früher habe ich dazu Videos gemacht, wo ich auch nochmal kurz erklärt habe, was man machen könnte und was man machen soll. Hatte ich dieses Jahr auch keine große Lust zu. Und wenn jetzt hier einfach nur in anderen wiederkehrenden Events, wenn da jetzt nicht groß was Neues kommt, was kommt als nächstes? Gucken wir mal, Wunder von Gond ist das nächste. Ist jetzt nicht so, wo man groß was machen muss. Höllengrube. Ja, ne? Ist auch jetzt nicht so was Großes Neues. Wird auch vermutlich auch nichts Neues geben. Sollte man natürlich machen, um das Leistungsabzeichen zu bekommen. Auf jeden Fall. Never Ember Rekrutierung. Schön, dass es wieder da ist. Auch so ein Ding, ne? Ja, okay, damit du. Ja, kannst du machen. Also, es sind ja alles schöne Events und so, aber wird nichts sein, was ich jetzt groß als Video verwursten werde, bin ich, glaube ich, nicht. Wird mich nicht catchen genug. Aber, keine Sorge, es wird natürlich weitergehen mit anderen Sachen. Andere Projekte werden kommen für die Leute, die MMOs sehen wollen. Ja, ich sag mal, auf der einen Seite, Once Human ist ein MMO. Könnt euch angucken. Oder es wird demnächst noch was Neues kommen. Keine Sorge. Das ist ein weiterer Grund, weswegen ich gar keine großen Bauchschmerzen habe, mit Neverwinter jetzt eine Pause zu machen. Denn ich spiele gerade noch ein anderes MMO. Und das wird in 2 Wochen ungefähr wird's dazu entsprechend Videos geben. Ja. Gut. Dann, wie seht ihr das? Ich rede jetzt hier mit den Mund fusselig. Sehe ich das vielleicht falsch? Jetzt nach 28 Minuten? Wer jetzt noch da ist? Hey, wenn ihr noch da seid, sehe ich das falsch? Übersehe ich irgendwas? Dann schreibt mir das gerne. Vielleicht bin ich auch zu dumm, um die geile Verbindung zu sehen von Berg der Flamme, Mount Hotono zu Helm's Hold. Und dem Hex Locus oder Lex Hocus oder wie der Unsinn heißt. Das ist ja Berg der Fels der Rückforderung ist Helm's Hold. Vielleicht sehe ich da was nicht, was offensichtlich wäre. Dann schreibt es mir gerne. Es kann ja sein, dass sie jetzt auch mit Modul 30 die Geschichte weiter aufgreifen. Gut möglich. Ne, also es kann ja sein, dass sie jetzt mit Modul 30 weiter in Mount Hotono, beziehungsweise jetzt sie in den Tiefen da reingehen und jetzt Maegera wurde gesummoned und wir konnten es doch nicht verhindern und jetzt müssen wir ihn aufhalten, RCS aufhalten.
Wir gucken mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Kaninchen. Tschüss. Tschü. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.